Hallo. Ja, bei IPA passieren aktuell viele interessante Dinge, die auch stellenweise ziemlich große Veränderungen hervorrufen müssen. Obwohl wir derzeit zumindest im Erwachsenentraining etwas weniger Leute pro Training verzeichnen, was aber, glaube ich, einfach hauptsächlich mit der Jahreszeit und der Erkältungszeit zusammenhängt, wachsen wir halt nach wie vor. Jetzt im November tatsächlich nochmal recht doll gewesen, während das im August den Höhepunkt hatte, im September und im Oktober dann wieder ein bisschen weniger wurde, teilweise unverändert blieb. Im Groben und Ganzen ist es dann im November nochmal ordentlich nach oben gegangen. Und wenn alles gut läuft, dann sind wir auch irgendwann vielleicht zum Ende des ersten Quartals, Anfang zweiten Quartals auf dem Break-Even-Point angelangt. Was ich ja damals, glaube ich, in meinen ganzen Berechnungsmodellen fürs beste Berechnungsmodell nach 13 Monaten vorhergesagt hatte, was dann Mai wäre. Also wenn wir das sogar noch unterschreiten, das wäre dann schon echt ein Wahnsinn, denn meine schlechtesten Berechnungsmodelle gingen halt auch auf bis zu 2 Jahre Verlust. Während das jetzt halt aktuell danach aussieht, dass es in eine gute Richtung sich entwickelt. Aber mit dem, ja, mit dem Positiven in dieser Belanglichkeit kommen dann auch wiederum andere, ja, ich will nicht mal sagen negative Dinge, aber halt Herausforderungen, die auch teilweise sehr doll sind. Und zwar, im Prinzip ist IPA ja ganz ursprünglich mal eine One-Man-Show gewesen von mir, einem Menschen, der sich zu 100% darauf fokussiert hat, das Training zu geben und die Akademie aufzubauen. Und das hat auch eine lange Zeit sehr gut funktioniert. Nicht zuletzt auch, weil ich sehr motiviert war. Das bin ich heute immer noch. Nur damals hatte ich einfach nichts anderes im Kopf und auch nichts anderes zu tun als das. Das heißt, meine Motivation und meine Energie und meine Zeit, alles sehr, sehr wichtige Ressourcen, konnte ich komplett darauf fokussieren und dafür einsetzen. Und dann ist es so nach einem Jahr, knapp einem Jahr dazu gekommen, dass wir eine zweite Komponente, welche ich sonst immer ausgeschlossen hatte, nämlich ein Kindertraining, hinzugefügt und aufgebaut haben durch meinen damals Schüler und heute sehr geschätzten Arbeitskollegen Niklas, welcher das jetzt die letzten 1,5 Jahre mit vergleichbarer Motivation und vergleichbarem Fokus durchgezogen und aufgebaut hat. Zwischenzeitlich kam es dann zu dem Umzug von dieser kleinen Akademie, in der wir waren, in diese riesige Akademie, in der wir jetzt sind und in welcher wir natürlich auch ganz anders wachsen können und müssen. Und jetzt langsam, wir sind jetzt ja irgendwie 8 Monate hier, ist das halt in eine Richtung gegangen, die jetzt einen gewissen Punkt überschritten hat, und zwar den, wo die jeweiligen, also er mit dem Kindertraining als alleiniger Mensch und ich mit dem Erwachsenentraining als alleiniger Mensch, sind wir an Punkte gekommen, wo wir das alleine gar nicht mehr schaffen können. Nicht wegen fehlender Motivation, sondern einfach, weil wir sind nur ein Mensch, ein Körper. Wir haben nur einen Punkt, an dem wir stehen können. Da drüben am anderen Ende des Raumes können wir nicht stehen. Oder wir haben nur so viel Zeit, und nicht wenig davon muss man eigentlich auch mit Schlaf oder mit anderweitiger Erholung verbringen. Wir haben einfach begrenzte Ressourcen. Und damit man wirklich, wirklich wachsen kann, und da habe ich jetzt auch mittlerweile echt so einige Bücher zu dem Thema gelesen, das wahrscheinlich eindrücklichste war The E-Myth. Das ist auch schon ein super altes und sehr bekanntes Buch, in welchem im Prinzip die Bedeutsamkeit oder auch die Notwendigkeit unterstrichen und mit vielen Beispielen belegt wird, warum es wichtig ist für, ja, sagen wir mal, einen Unternehmensgründer und jemanden, der das alleine aufgebaut hat, dafür Sorge zu tragen, dass man das Unternehmen entkoppelt von
der eigenen Zeit und der eigenen Kraft, also den eigenen Ressourcen, weil man erstens als einzelner Mensch natürlich immer begrenzt sein wird, selbst wenn man Overperformer ist. Und darüber hinaus auch einfach irgendwann nicht mehr alles alleine machen wollen wird, weil irgendwann ist es einfach, am Anfang ist man halt einfach ultra motiviert und irgendwann, ja, ich will jetzt nicht sagen, stellt sich auch ein gewisser Trott ein, aber wenn ich mir dann so, da habe ich auch Momente gehabt, vorstelle, das hier für den Rest meines Lebens in dieser Form zu machen, mit 14 bis 16 Stunden brutto Arbeitstagen, fünfmal die Woche, um dann, mein Wochenende beginnt immer so samstags gegen, je nachdem, was hier los ist, 14 oder 16 Uhr und geht bis Sonntag 22 Uhr, 23 Uhr, wenn ich ins Bett gehe. Und in dieser kurzen Zeit muss ich so viel oder versuche ich so viel reinzustopfen, was ich irgendwie machen möchte. Sei es irgendwie mal irgendein gastronomisches Erlebnis, was ich in meiner immer länger werdenden Liste mir aufgeschrieben habe, wahrzunehmen, irgendein Restaurant zu besuchen. Oder ist jetzt gerade nicht die Zeit, weil Wetter nicht gut ist, aber Fahrradtouren irgendwie oder irgendwie frische Luft mal zu schnappen, weil ich bin gefühlt die ganze Zeit nur noch in dieser Akademie hier drin. Oder auch meinen verzweifelten und teilweise erbärmlichen Versuch, sowas wie ein Privat- oder Intimleben zu haben. Klappt halt alles irgendwie nicht, wenn man keine Zeit mehr hat. Und als ich das dann, insbesondere durch dieses eine Buch, The E-Myth, aber auch durch viele andere Bücher, die ich gelesen habe, die sich nicht so explizit mit dem Thema befasst haben, aber irgendwie halt alles, was so mit ja, Wirtschaft, Business und so weiter zu tun hat, bin ich halt mittlerweile noch lange nicht zum Ende dieses Denkprozesses gekommen, aber letzten Endes da angekommen, dass ich gemerkt habe und auch akzeptiert habe und das jetzt sogar gut finde und spannend finde und mich darauf freue, dass das hier in der Richtung, und zwar auch gerne zügig, sich entwickeln muss, wo das nicht mehr von mir abhängt. Zumindest nicht mehr zu 100%. Weil ansonsten, habe ich mich quasi zum Gefangenen meiner eigenen Akademie gemacht. Und das schlägt sich dann natürlich auf Dauer auch auf die Motivation nieder. Und ich würde sagen, das ist immer eine der Dinge, durch die ich mich als Coach ganz besonders ausgezeichnet habe, durch meinen unheimlichen Drive, die Leute voranzubringen. Mit teilweise eigenem Einsatz, der, ich weiß nicht, wie ich das früher gemacht habe. Jetzt kann ich das gar nicht mehr, weil ich gar nicht mehr die Kraft habe. Aber so viele andere Leute hier haben die Kraft und auch die Lust und dann auch jetzt mittlerweile das Wissen. So dass es jetzt, müssen noch gucken, wie wir das in Zukunft machen, gerade auch wenn irgendwann die finanzielle Situation sich in eine positive verwandelt und wir dann darüber nachdenken können, wie wird Geld, welches als Überschuss vorhanden ist, an welche Leute in welchem Maße verteilt, die hier sich mittlerweile einbringen. Aber dann wäre es jetzt zumindest der nächste große Schritt, dass wir unseren nächsten Menschen hier quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, in Vollzeit einsetzen oder zumindest als vollständigen Mitarbeiter einsetzen, damit wir hier einfach uns noch breiter aufstellen können und vor allem auch flexibler handeln können. Denn was man auch sagen muss, das Lustige ist ja echt, wenn man irgendwie ganz begeisterter Coach ist und dann eine Jiu-Jitsu-Akademie aufmacht, um einfach nur noch Jiu-Jitsu zu unterrichten, stellt sich nach, je nachdem wie erfolgreich die Akademie wird, im Falle von IPA ist es ja einfach eine sehr große Erfolgsgeschichte, stellt sich heraus, je größer und erfolgreicher das Ding wird, umso weniger hast du überhaupt noch Ressourcen, um Jiu-Jitsu unterrichten zu können. Weil jetzt zum Beispiel, ich hatte gesagt, ne, das Kindertraining ist gerade, das läuft sehr gut. Es läuft wirklich so gut, dass wir teilweise da ein Wachstum haben, dass ich weiß es gar nicht, wie viele Kinder wir diesen Monat dazu bekommen haben, aber das ist jetzt nochmal wirklich wieder richtig in die Höhe geschossen und das merkt man auch an den Anzahlen, die hier auf der Matte dann sind, zu den Uhrzeiten 16 und 17 Uhr
oder auch die Eltern, die diese Kinder meistens bringen und oder abholen und dann teilweise auch während der Trainings hier sind. Also man merkt einfach, dass dieser Zeitraum 16 bis 18 Uhr, und meistens ist es eher schon Viertel vor vier, wenn die ersten kommen, oder es ist frühestens Viertel nach sechs, wenn die letzten weg sind. Also dass dieser 2,5-stündige Zeitraum, welcher für mich früher immer so ein bisschen meine Erholungszeit war, weil da musste ich nicht arbeiten, das macht mein Kollege Niklas. Mittlerweile, dann hat sich das irgendwann dazu so ein bisschen entwickelt, dass ich gemerkt habe, ja, ich kann mich in der Zeit gar nicht erholen, weil ich kriege das hier ja alles mit, auch wenn ich hier meinen privaten Rückzugsbereich habe. Ich höre das halt alles. Dann habe ich gedacht, okay, dann bin ich während dieser 2,5-stündigen Zeit halt in meinem Büro unten, weil dann kann ich auch dann meine Arbeit machen, die ich sonst normalerweise anderweitig getan hätte, und verschiebe ich halt meine Erholungszeit auf die Zeit, wo ich normalerweise diese Arbeit gemacht hätte. Administrative Sachen und so weiter, was auch immer mehr wird. Und jetzt ist es halt so, dass mittlerweile der Aufwand, alles Mögliche an administrativen Dingen so groß geworden ist, dass ich teilweise, anders als ich das jetzt jahrelang gemacht habe, nicht mehr meine To-Do-Listen tagesaktuell abarbeiten kann, sondern immer mehr anfangen muss, Sachen auf den nächsten Tag zu schieben, in der Hoffnung, dass ich es dann schaffe. Das wären hauptsächlich natürlich, sind es meistens kommunikative Dinge. Sei es sowas Banales wie eine Anfrage für ein Probetraining, was eigentlich total wichtig ist, ne? Das ist auch sehr dringlich, meiner Meinung nach. Aber vor allem ist es wichtig. Oder Fragen von Mitgliedern oder anderweitig Kommunikation mit Mitgliedern. Buchhaltung wird auch immer größer, ne? Je mehr Mitglieder wir haben, umso mehr Überweisungen gehen jeden Monat ein. Auch die dadurch entstehenden steuerlichen Lasten, die IPA als Gewerbe leisten muss. Ab dem 1. Januar werden wir umsatzsteuerpflichtig. Deswegen hatte ich zum Beispiel heute ein Gespräch mit meinem Steuerberater, um mir erklären zu lassen, was ich zukünftig, also ab Januar, zu tun habe. Ich habe gelernt, ich muss zumindest erstmal nur quartalsweise meine Umsatzsteueranmeldung abgeben. Immer zum Ende des Quartals habe ich dann bis zum 10. des Folgemonats Zeit, was man fast niemals schafft. Deswegen macht man eine Dauerfristverlängerung. Dann ist es quasi für das erste Quartal nicht der 10.4., sondern der 10.5., bis wann das Ganze abgegeben sein muss, damit das Finanzamt diesen Betrag dann erhält. Das wird alles mehr. Das wird alles immer mehr. Oder dann auch so, wir haben zum Beispiel eine sehr gute Zahlungsmoral von unseren Leuten hier, auch bei den Eltern, genauso wie bei den erwachsenen Mitgliedern. Und ja, seltenen Fällen kommt es halt mal vor, dass Leute irgendwie was vergessen oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht gezahlt haben und ich dann da halt ja, entsprechend in die Kommunikation treten muss, um dann nachzufragen, Schrägstrich lieb zu bitten, kannst du mal das Geld überweisen. Und dadurch, dass wir jetzt einfach so doll gewachsen sind, ich würde sagen, unsere Zahlungsmoral ist immer noch im Durchschnitt sehr hoch, aber einfach weil wir absolut so viel mehr Leute haben, ist auch die Summe der absoluten Fälle, die jetzt da besondere Kommunikation erfordert, größer geworden, obwohl es in Relation immer noch genauso gering ist. Aber es ist halt einfach, es landet alles auf meinem Schreibtisch, es landet alles auf meinen Kanälen, es landet alles in meinem WhatsApp, in meiner E-Mail, in meiner To-Do-Liste 1, 2 und 3. Und mittlerweile, früher habe ich To-Do-Liste mal einmal am Tag gemacht, einmal durchgearbeitet, ob das eine halbe Stunde oder 2 Stunden gedauert hat, ich habe es einfach durchgezogen, bis es fertig war und dann hatte ich meine Ruhe, bis zum nächsten Tag. Mittlerweile ist es so, ich mache To-Do-Liste morgens und abends oder nachmittags, weil unser Betrieb halt hier mittlerweile auch so ist, dass zu zwei verschiedenen Phasen des Tages, nämlich vormittags und nachmittags/abends, Dinge passieren, die auf den To-Do-Listen dann notiert werden müssen, weil ich kann es mir nicht merken. Ich schreibe es mir halt auf. Ich bin eigentlich immer mit meinem Handy in der Hand und wann immer ich ein Gespräch führe und manchmal merke, oh, ich muss mir das aufschreiben, muss ich mich auch kurz bei der Person entschuldigen. Du, ich nehme kurz mein Handy in die Hand, ich schreibe mir das eben auf, weil sonst landet es nicht in den entsprechenden To-Do-Listen und dann wird es nicht erledigt. Habe auch schon überlegt, ob ich mir einfach einen Notizblock kaufen soll, damit ich nicht ständig mit meinem Handy rumrennen muss, aber das hat dann wieder andere Nachteile. Aber letzten Endes mache ich dann meine To-Do-Listen morgens, um die Sachen vom Vorabend abzuarbeiten. Und dann mache ich sie nochmal nachmittags, um die Sachen vom Laufe des Tages abzuarbeiten, die vielleicht nicht unbedingt bis zum nächsten Tag warten sollten, aber eigentlich könnten. Aber dann ist die To-Do-Liste wieder so lang, dass ich dann auch fast schon froh bin, das zweimal am Tag gemacht zu haben. Und dann ist es halt mittlerweile so, boah, ey, ich weiß nicht mehr, wo ich die Zeit hernehmen soll. Ich bin ja zum Glück immer noch mit ordentlich Kraft gesegnet. Ich bin immer noch relativ jung mit 33 Jahren. Ich bin gesund. Ich bin immer noch sehr motiviert und ich genieße das auch alles so sehr, wie das hier gerade läuft. Und auch die Herausforderungen, die sich mir deswegen auftun.
Aber ich merke einfach so, wenn dann zum Beispiel so gegen 18.15 Uhr die letzten Eltern mit ihren Kindern weg sind und Niklas und ich für einen Moment Ruhe haben, ist um 18.30 Uhr ja eigentlich Erwachsenentraining, welches ich in der Vergangenheit immer komplett gegeben habe. Kann ich jetzt gerade einfach gar nicht. Ich habe diese Woche einmal unterrichtet am Abend und zweimal morgens. Alle anderen Trainings habe ich aktuell abgegeben. An Gott sei Dank liebe, motivierte und fachlich geeignete Leute, die ich hier meine Freunde und Bekannten nennen darf und die so sehr unterstützend zur Seite stehen, um diesen Betrieb hier aufrechtzuerhalten, bis wir uns irgendwann in so ein, keine Ahnung, richtig professionelles, auch zahlungskräftiges Unternehmen verwandelt haben, in dem wir dann auch, ja, so, keine Ahnung, angestellte Trainer haben können und was weiß ich nicht alles. Oder Honorarkräfte oder wie man es nennen will. Aber auf jeden Fall einfach Leute, die dann hier wirklich so. Aktuell freestylen wir das alles. Irgendwie immer so Ende der Woche, für die nächste Woche sagen mir unsere Trainer so Bescheid, wann sie welche Einheit machen können oder wollen. Und dann gucke ich das irgendwie, dass ich das dann in meinen Kalender eintrage. Und dann sehe ich so, wie viel ich dann noch in der Woche machen muss, was jetzt mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr so viel ist, weil ja das alles andere, was ich gerade beschrieben habe, unheimlich viel ist. Und boah, es ist echt eine sehr, sehr interessante Transitioning Phase, in der wir gerade sind. Zumindest habe ich das Gefühl, dass wir in einer sind. Und wir sind ja eigentlich gerade im Winter, wo eher tendenziell weniger los ist in der Jiu-Jitsu Academy. Aber irgendwie, nee, also bei uns, wie gesagt, wir haben gerade ein bisschen weniger Leute auf der Matte. Ja, das stimmt, aber wir haben auch viel mehr Trainingseinheiten. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich das einfach ein bisschen mehr verteilt hat. Dass wir jetzt plötzlich 17 Uhr Einheiten haben oder 20 Uhr 15 Einheiten, das hatten wir früher nicht. Alles war um 18.30 Uhr und dann noch um 10 Uhr morgens. Am Wochenende haben wir Trainings dazu bekommen und. So, das ist halt gefühlt ist hier immer mehr los. Und bei den Kindern ist es ganz eindeutig so. Was gut ist, ich will mich nicht beschweren. Und ich muss echt gucken, also. Es gibt ja auch Dienste, die man nutzen kann, um Dinge outzusourcen. Bestes Beispiel ist ein Steuerberater. Da macht man es aber in der Regel nicht nur, weil man sich die Zeit sparen will, sondern auch, weil man die fachliche Kenntnis nicht hat. Also ich könnte mir das wahrscheinlich auch alles irgendwie im Internet selbst zusammenreimen und beibringen und dann diese, was ich da einmal im Jahr machen muss, Einkommen, Gewerbesteuer, Anmeldung oder Erklärung und jetzt künftig quartalsweise die Umsatzsteuervoranmeldung. Und so weiter und dann die Umsatzsteuer abführen und so weiter. Ja, das könnte ich wahrscheinlich irgendwie alles selbst machen. Das würde mich so viel Zeit kosten, mir das alles selbst drauf zu schaffen. Da ist es sinnvoller, einen Steuerberater zu haben, was ja auch generell sehr, sehr wichtig ist, weil der ist halt Fachmann so. Weil mit dem Finanzamt will man ja keinen Stress haben. Aber zum Beispiel gibt es auch so Dienste, die übernehmen zum Beispiel diesen ganzen administrativen Kram für einen. Es gibt so Komplett-Services. Die heißen dann Magic Line oder Pronomos oder so, worauf ich immer verzichtet habe und auch immer verzichten möchte eigentlich, weil die übernehmen dann halt den Vertragsabschluss für dich. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, einen Vertrag aufzusetzen, die Daten einzutragen, den auszudrucken, den Leuten zur Unterschrift zu geben. Das ist alles total altmodisch, wie ich das mache. Das geht eigentlich alles viel einfacher heutzutage. Das geht alles, wie gesagt, mit so einem Service, das waren jetzt nur zwei, die ich genannt habe. Da funktioniert das alles automatisiert online. Die Leute müssen ihre Daten eintragen, unterschreiben und dann sind die in einem Vertrag und dann wird das Geld auch nicht mehr per Dauerauftrag an mich überwiesen, sondern das Unternehmen, dieser Anbieter bucht das dann per SEPA Lastschriftmandat bei denen ab und dann übernehmen sie auch im Falle des Falles die Zahlungserinnerungen, das Mahnwesen oder auch notfalls das Inkassowesen. Die übernehmen auch die Kündigung, die übernehmen die Vertragsverlängerung, die übernehmen alles. Und dafür zahlt man denen natürlich eine Gebühr. Aber das Ding ist, es ist meiner Meinung nach bisher, in meiner jetzt 2,5-jährigen Erfahrung als Gewerbetreibender, ist es gut, das auch irgendwie alles selbst zu machen. Auch wenn es einen Haufen Zeit kostet und auch Arbeit ist einfach, Kraft kostet dementsprechend. Aber es ist gut, in dem Kontakt mit den Leuten zu sein. Auch hier wahrgenommen zu werden als jemand, der sich hinter die Sachen klemmt, dass man hier einen Ansprechpartner hat und nicht irgendeine Telefonnummer von irgendeinem Service, den man beauftragt hat. Weil das ist einer unserer großen, großen Vorteile, für die wir auch immer wieder gelobt werden, dass wir hier halt einfach, wie soll ich sagen, wir sind halt hier Menschen. Uns kann man hier finden, wir haben einen Namen, wir sind hier auch jeden Tag, mit uns kann man sprechen, uns kann man anrufen, uns kann man schreiben, wir antworten und wir sind halt einfach da, wir sind verfügbar, wir sind seriös, wir sind zuverlässig, wir sind und dann natürlich auch noch
glaube ich, gut in dem, was wir tun, also was das Fachliche angeht, das Jiu-Jitsu. Und das ist für mich auch irgendwie ein Service, den wir hier bieten. Nicht nur eben, dass wir hier eine Akademie sind, eine Jiu-Jitsu-Akademie sind, sondern dass wir hier einfach ein Ort sind, wo man irgendwie weiß, das ist gut hier. Also man fühlt sich gut hier. Und dass es nicht irgendwie wie so eine Fitnessstudio-Kette wird, wo man einfach nur irgendwie als Mitglied eine Kunde in einer Datei ist oder so. Oder auch mein unheimliches Bedürfnis, was auch immer schwerer wird, sich die Namen von allen Leuten zu merken. Also bei den Erwachsenenmitgliedern ist es gar kein Problem, da habe ich aber auch eine große Stärke zum Glück. Bei den Kindern wird es dann schon wieder schwieriger, da machen Niklas und ich das so, da er mit den Kindern so viel zu tun hat, merkt er sich die Namen der Kinder und hilft mir ab und zu auf die Sprünge. Weil jetzt in letzter Zeit habe ich gemerkt, ich habe ab und zu leider ab und zu meinen Namen vergessen. Musste nachschlagen. Oder er hat halt, wie gesagt, meinen Kollegen fragen, der wiederum mit den Eltern ein kleines bisschen weniger zu tun hat, aber dafür ich sehr viel. Und dann merke ich mir die Namen von immer meistens Mutter und dann meistens ist auch noch irgendwo ein Vater, manchmal ist da noch eine Oma, ein Opa, ein Haustier. Das ist, also, boah, wir brauchen, es ist total gut, dass wir hier gerade so stark wachsen, aber wir brauchen gefühlt auch Wachstum auf der Ressourcenseite. Aber wir können uns halt nicht mehr Zeit herbeizaubern und ich kann mir auch nicht mehr Kraft herbeizaubern. Ich würde auch gerne mal wieder sowas wie ein Wochenende haben oder vielleicht irgendwann mal so eine Woche Urlaub machen. Boah, es ist echt spannend gerade, es ist richtig spannend. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ich dann eben jetzt gezwungen bin, kreativ zu werden und mir neue Dinge auszudenken, die ich vorher niemals für möglich hielt, weil ich sie gar nicht für nötig hielt, weil ich immer dachte, nö, nö, das mache ich alles selbst. Bis ich dann ja teilweise halt auch die Realitäten erkannt habe, die sich halt verändert oder vergrößert haben und dann auch, ja, will jetzt nicht sagen, meine Werte verändern musste, aber meine Prioritäten haben sich teilweise verschoben. Eine davon ist zum Beispiel, früher war es mir so wichtig, hier ein ultrapräsenter Head Coach zu sein, der jede einzelne Einheit selbst gibt. Kann ich nicht mehr machen. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch präsent bin. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch hier mittrainiere, was ich jetzt wieder sehr viel tue, seitdem man mit Bandscheibenvorfall zu ca. 90% ausgeheilt ist. Ich bin dort so froh, dass es hier Leute gibt, insbesondere mein Erfahrungsschüler Eike, der hier das Training jetzt mittlerweile sehr viel auch macht und sehr gut auch macht, dass ich weiß, dass ich ja jemanden habe, der das so gut macht, genauso wie ich. Nur ich einfach wissen kann, notfalls kann ich auch, und das ist auch teilweise passiert, hier mich zurückziehen in meinen privaten Bereich und einfach im Bett liegen und mich ausruhen von dem Arbeitstag und von der Arbeitswoche. Das ist wirklich echt geil, was hier gerade abgeht. Und ich glaube so, dass es hier gerade voll die interessante und vor allem auch sehr kritische Phase ist, in der wir uns befinden. Ja. Ist ja eigentlich ein riesiges Zeichen von Erfolg, wenn es mit der Arbeit zu viel wird, trotz sehr guter Organisation, würde ich sagen. Das zeigt ja einfach nur, dass es hier anscheinend, also die Nachfrage ist ja da, also das ist ganz offensichtlich. Ja. Beim Kindertraining fangen wir demnächst an, mit einem Assistant Coach zu arbeiten, weil die Gruppen mittlerweile zu groß geworden sind für eine Person. Zumindest wenn man den Anspruch hat, Qualität zu leisten, was wir sehr wohl haben. Da ist es halt ab 12 Kindern schon echt schwierig für einen Erwachsenen. Sodass wir jetzt anfangen, da auch nochmal in unseren Nachwuchs zu investieren, also in Form von unserem Coaching-Nachwuchs. Bei den Erwachsenen sowieso. Da haben wir ja Gott sei Dank ein etwas größeres Team von fähigen und auch zeithabenden Leuten. Während das beim Kindertraining manchmal gar nicht so einfach ist, jemanden zu finden, der um 16, 17 Uhr Zeit und Lust hat. Aber da haben wir jetzt auch, glaube ich, eine Lösung gefunden. Und ich bin einfach nur sehr, sehr glücklich und dankbar dafür, dass ich in dieser Position bin, in der ich diesen ganzen Shit erleben darf, weil das war irgendwie immer auch ein Traum von mir. Nur den hätte ich in der freien Wirtschaft so nicht machen können als Angestellter mit meinem Lebenslauf. Aber jetzt hier in meiner eigenen Jiu-Jitsu Academy sehr wohl. Und das ist schon sehr, sehr geil.
Schönes Wochenende.